Dann gehen wir jetzt also mal nach oben und weitere fragwürdige Bilder. Also ich glaube tatsächlich, dass unser Charakter, wie wir schon den einen Zeitungsartikel entnehmen konnten, ein hochveranlagter Maler ist. Und guck mal, was wir da stehen haben. Was war das? Ich wollte gerade eben eigentlich sagen, bis dato ist es noch sehr ruhig. Und dann passiert wieder so etwas. Das will ich nicht. Und wie groß ist dieses Haus? Also ich glaube, unsere Familie hat mit dem Bildern auf jeden Fall schon einiges an Kohle gemacht. Was haben wir hier? Noch mehr Wein. Eine echte Säuferfamilie. Beziehungsweise wir sind bestimmt der einzige Säufer. Von dem Alkohol kommt unsere Inspiration. Und wirklich sehr viele Bilder. Das hier finde ich wirklich schön. Mit den beiden Hunden. Und hier haben wir diesmal tatsächlich ein Klavier. Und was haben wir hier? Ein paar Noten. Verbrannte Noten. Was zur Hölle ist hier drinnen passiert? Da können wir ein bisschen Klavier spielen. Können wir uns da hinsetzen? Okay, ich habe verstanden. Ich bin unmusikalisch. Ich gehe wieder. Ich wollte doch nur einmal Klavier spielen. Okay, wir sind eindeutig nicht der Pianist in dieser Geschichte. Was haben wir denn hier? Das ist doch bestimmt das Kinderzimmer. Und eine weitere Nachricht. Been working all night. Don't wake me up. Oder ist das das Schlafzimmer? Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Aber ist doch bestimmt eh niemand. Ja. Okay, cool. Ein saualtes Grammophon. Wie cool ist das denn? Ein Schallplattenspieler. Aber warum zur Hölle ist der gerade automatisch angegangen? Ich möchte ihn nochmal abspielen lassen. Hätte mich einfach direkt daneben stellen müssen. Wären wir von einer Schallwelle davongerissen worden. Eine alte griechische Skulptur. Ich sagte schon, ich habe keine künstlerische Ader. Mein Gott, was für ein schweres Wort. Allein daran merkt man, dass ich mit Kunst nichts am Hut habe. Deswegen kann ich auch nicht wirklich einschätzen, ob die wirklich schön aussehen soll oder nicht. Was haben wir hier? Print-Etui. Und was haben wir da? Noch ein Zeitungsartikel. The new face of music. A night at the Opera. Opera becomes a night to remember. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper. Was? Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Was? Das klingt jetzt irgendwie etwas merkwürdig. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die selbst die passioniertesten Zweifel überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solch Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Giles, einer der schärfsten Kritiker von sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel: Es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht.
nach der gestrigen Vorstellung daraufhin angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Giles einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf erneutes... Okay, weiter geht der deutsche Text jetzt nicht, das ist ein bisschen doof. Pressed for an answer, B. Sample said yes. Record up und dann wird da der Text unterbrochen. Okay, wenn ich das jetzt also richtig verstehe, sind wir tatsächlich ein Künstler, ein Maler und unsere Frau war eine ebenfalls sehr talentierte Pianistin bzw. Musikerin, die also mehrere Musikinstrumente spielen konnte. Bisschen Kleidung, okay. Interessant. Was haben wir hier? Ich denke mal, der gehört auf jeden Fall unserer Frau. Aber warum ist der Spiegel zerbrochen? Ich weiß, Scherben bringen Glück, aber das sieht mir gerade hier nicht nach Glück aus. Ein weiterer Zeitungsartikel. Volume 206, Friday, aber auch keine Jahreszahl, die dabei steht. Schade eigentlich. Gillettex, große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Okay. Ist die Frage, warum haben wir diesen Zeitungsartikel hier auf den Schmucktisch der Frau? Das wiederum lässt ja vermuten, dass entweder unsere Frau oder vielleicht sogar die Tochter in diesen Unfall mit verwickelt war. Und vielleicht sind wir auch deswegen, oder vielleicht sogar beide da verwickelt wurden und deswegen ist auch niemand zu Hause. Und deswegen sieht es hier im Haus, sagen wir mal, unaufgeräumt aus. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Ein paar Mäntel und Schuhe. Macht der Gewohnheit, ich muss Türen schließen. Hallo, bitte. Ich muss genau den Knopf auch drücken. Den Knauf, nicht den Knopf. Oh, Alter. Achievement unlocked. Wanderer. What the fuck? Nur weil ich jetzt hier eine Tür geöffnet habe und mir 1000 Flaschen entgegengefallen sind. Wahrscheinlich auch noch leere Flaschen, so wie sich das angehört hat. Haben wir ein Achievement bekommen. Na wunderbar. Ich glaube, mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur ein Achievement in diesem Spiel. Das haben wir bekommen. Damit beenden wir dieses Spiel. Ach, das würde ich jetzt am liebsten sagen. Aber nein, natürlich noch nicht. Denn uns erwarten bestimmt noch viele, viele weitere Schreckmomente. Das Bettende hier ist übrigens, wie ich finde, sehr, sehr hoch. Und das Bett sieht an sich sehr, sehr klein aus. Okay, vielleicht sind wir zwei kleinwüchsige Menschen, wer weiß. Ach, und guck, das ist unser Gehstock wahrscheinlich, wa? Hallo, ich will den Gehstock betrachten. Da wir ja eine Beinprothese haben, darf unser Gehstock nicht fehlen. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Oder ist das unser... Ach, das ist unser Brief wahrscheinlich, ne? Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat mir wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Dann waren die Nachrichten, die wir vorhin in der Küche und so weiter gefunden haben, waren das Nachrichten von uns an unsere Frau und nicht umgekehrt. Das kann natürlich auch sein. Und wie sollte es anders sein? Natürlich wieder Alkohol hier. Am Tisch. Schlafzimmertisch.
sehr viele Bücher auch. Also die Familie scheint auf jeden Fall sehr belesen und einfach sehr künstlerisch tätig zu sein. Gut, aber ein Schlüssel oder ähnliches haben wir jetzt hier auch noch nicht gefunden. Den kleinen Schrank, die kleine Schränk, das Schränkchen können wir auch nicht aufmachen. Vielleicht hier. Den können wir auch nicht öffnen. Habe ich noch irgendwo irgendetwas übersehen? Aber wo sollte man denn sonst einen Schlüssel noch aufbewahren? Ah, da hinten hatten wir noch eine Tür. Und vor allem diese. Ist das Blut oder ist das wieder Wein? Das heben wir uns mal eben für den Schluss auf. Gucken erstmal hier, diese halboffene Tür. Das sieht mir doch eher nach Büro aus. Wartet mal kurz. Wir sprinten so schnell, wie wir eben sprinten können, zu dieser Tür. Und das dachte ich mir nämlich schon. Auch die ist abgeschlossen. Und das Gewitter draußen will einfach nicht aufhören. Ein weiteres Porträt. Das fällt auch auf, dass sehr viele Porträts bei den Bildern mit dabei sind. Wie zum Beispiel auch das, was direkt über dem Schreibtisch hängt. Haben wir uns vielleicht auf Porträts sogar spezialisiert? Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Bedürfnis. Wir wollen nicht gestört werden. Wir müssen arbeiten. Unsere Arbeit besteht darin, unser Haus zu untersuchen. Obwohl es unser Haus ist. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen merkwürdig, was wir gerade machen. Unser Hauptcharakter, gehe ich mal stark von aus, ist nicht alkoholisiert und sollte sich in den Räumlichkeiten eigentlich hier auskennen. Trotzdem schaut er einfach hier alles an, obwohl er genau weiß, was es ist und, ne? Ihr versteht, was ich meine. Eigentlich ist das völlig unnütz, was er macht, sich hier alles anzuschauen. True Story behind the picture of Dorian Gray. What is true all along? Können wir es hier noch. Aber wir können auch nicht ranzoomen. Oh, und wir können es auch nicht übersetzen. Was Dorian Gray real? Real to find out, okay? Did we have a. Is a novel filled with cryptic curse for the. Ah, ich kann jetzt auch leider nicht noch mehr mein Gesicht an den Bildschirm ranhauen. Aber dieser Dorian Gray. Von denen stammt doch das Zitat ganz am Anfang, als wir das Spiel gestartet haben, oder? War das das? Ich glaube schon. Oh, das sind wir, Dorian Gray. Denn unser Namen haben wir bis dato ja noch nicht erfahren. Dementsprechend auch nicht den Namen unserer Frau oder unseres Kindes. Haben wir hier noch mehr Briefe. Also es sieht für mich derzeit echt danach aus, als seien Frau und Kind aus irgendwelchen Gründen nicht im Hause. Kann ich die letzte Schublade noch aufmachen? Das ist die zweite. Ne, die letzte kann ich anscheinend nicht aufmachen, okay. Sehr stylische Lampen, by the way. Noch mehr Bücher. Können wir hier irgendwo zufällig ein Buch rausnehmen und ein Geheimgang öffnet sich, so ganz typisch. Und warum Leiter umgekippt? Warum ist es im ganzen Haus so chaotisch? Warum sieht es überall so chaotisch aus? Erstmal wieder Licht machen. Kann nicht schaden. Warum ich hier die Schranktüren aufmache, obwohl ich genau gesehen habe, dass da nichts drin ist, weiß ich auch nicht. Die Schubladen können wir auch nicht öffnen. Dann mal auf zu unserem Schreibtisch. Und ein Telefonhörer. Da haben wir den Schlüssel, der schon ein bisschen auffällig blinkt. Aber warum liegt der Hörer dort?
Jetzt kann man natürlich wieder spekulieren. Haben wir, während wir gearbeitet haben, eine plötzliche Nachricht bekommen und sind rausgestürmt? Was durchaus sein könnte. Ach, ein Kamin darf natürlich in Horrorspielen auch nicht fehlen. Was zur Hölle? Die Gefühle eines Porträts sind die Gefühle des Künstlers, nicht des Modells. Finde ich irgendwie sehr interessant, diese Aussage am Anfang, und die wird bestimmt noch eine größere Bedeutung bekommen, vermute ich mal. Was haben wir hier? Verbandskasten, so wie es aussieht. Streichhölzer. Und hier haben wir noch ein Dokument. Mein lieber Freund, aber wirklich, mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganze triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlafe zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher frierst du die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, Junge. Dein alter Kumpel, Lyron Brixdown. Verlaghaus, geflüsterte Geschichte. Okay. Hoppala, das wollte ich nicht. Bitte wieder zu. Und das war gerade mehr oder weniger die Bestätigung dafür, was ich vermutet hatte. Das scheint schon ein bisschen länger her zu sein, als unserem Charakter irgendetwas wieder erfahren ist. Ein schlimmes Erlebnis, was bestimmt mit seiner Frau und Tochter zusammenhängt. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Okay. Und ich glaube, unser Charakter versucht sich so ein bisschen verzweifelt auch an die Vergangenheit zu klammern. Ah, guck mal, jetzt haben wir auch das erste Mal unser Inventar unten rechts. Wir haben nämlich den Schlüssel aufgenommen. Und das scheint die Illustration zu Rotkäppchen zu sein. Ja, das sieht jetzt nicht unbedingt kinderfreundlich aus. Okay. Nein, das ist auf jeden Fall nicht als Kinderbuch zu verkaufen. Okay. Sieht künstlerisch zwar interessant aus, aber als Kinderbuch kann man das, glaube ich, wirklich nicht verkaufen. Da sind ihm wohl beim Zeichnen seine wahren Gefühle irgendwie dazwischen gekommen. Er wollte bestimmt irgendwie ein Kinderbuch zeichnen, aber seine wahren Gefühle, wie er momentan sich wirklich fühlt, sind ihnen da wohl dazwischen gekommen. Und deswegen, bei Künstlern sagt man ja auch so gerne, sie ma zahlen, sie zahlen, sie zeichnen das, was ihre Gefühle ihnen sagen, beziehungsweise was sie für Gefühle sie gerade in dem Zeitpunkt haben. Und gerade als Künstler, sei es als Zeichner oder auch als Musiker, hat man ja immer zwischendurch mal solche Phasen, wo einem überhaupt nichts gelingt und mal einfach auch Abstand von dem nehmen muss, was man sonst eben immer tut. War die Tür gerade schon offen? War die Tür gerade schon offen?
Die ist auf jeden Fall abgeschlossen und das ist das Kinderzimmer. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, dass das Kind schon ein bisschen älter wäre. Haben wir noch irgendwo einen Lichtschalter? Licht ist mein bester Freund in diesem Spiel. Aber mein bester Freund hat mich verlassen. Auf jeden Fall dachte ich, dass das Zeugnis, was wir in der Küche gefunden haben, zu unserem Kind gehört. Aber das sieht dann doch nicht danach aus. Dann stellt sich echt die Frage, wem gehörte das Zeugnis? Und wieder solche creepy Puppen. Mal ganz ehrlich, Leute, wer von euch hält diese Puppen für künstlerisch wertvoll? Ich auf jeden Fall nicht. Und ich will einen Lichtschalter. Ich kann zwar den Hund erkennen, aber ansonsten sieht man auf dem Bild überhaupt nichts. Und grafisch muss ich glaube ich auch nochmal sagen, die ganzen Schatteneffekte sind bei mir nicht mal auf Maximum gestellt. Ansonsten hätte mein Rechner glaube ich leichte Probleme, das Spiel ohne zu laggen abgespielt zu werden, aber auch so sieht das schon unfassbar gut aus mit den ganzen Effekten. Ein paar Bauklötze. Steht noch irgendwie eine Art Hinweis? Ne, ich glaube nicht. Und auch die Musik im Hintergrund ist einfach so unfassbar. War stimmig. Auf jeden Fall war unser Kind noch sehr, sehr klein. Da liegt eine Figur. Eine alte Holzfigur, wie es aussieht. Und auch unser Kind war schon künstlerisch tätig. Und hat die Familie gemalt. Ist nur die Frage, warum. Es sieht so aus, als würde der Vater so ein bisschen abseits stehen. Und die Mutter sieht irgendwie traurig aus. Und zwischen Tochter und Mutter ist so eine kleine braune Linie. Hat das irgendwas auszusagen? Was ist mit den beiden passiert? Eine Schleife. Und viele, viele Züge bzw. Waggons. Okay. Ach, guck mal, hier konnten wir auch noch öffnen. Malstifte. Konnte ich das da noch? Ne, konnte ich mir nicht genauer angucken. Okay. Und viele, viele Bauklötze. Also unser Kind, vermute ich einfach mal, war maximal 4 Jahre oder so. Auf jeden Fall noch nicht zur Schule gegangen, gehe ich mal ganz stark von aus. Was haben wir hier? Ach, eine kleine Rassel. Okay. Sieht irgendwie auch ein bisschen altertümlich aus. Hallo? Toll, nix drin. Warum kann man die dann öffnen? Entwickler, warum tut ihr so etwas? Diese Musik, die macht mich echt fertig. Wir sind immer noch ganz am Anfang des Spiels und eigentlich ist noch nichts passiert im Grunde genommen. Aber irgendwann wird bestimmt jetzt demnächst der Hallo-Wach-Effekt eintreten. Ich schätze mal, der Schlüssel, den wir genommen haben, ist nicht hierfür, ne? Nee. Dann müssen wir wieder eins nach unten. Ich denke mal,
In unser Arbeitszimmer. Wo geht's runter? Da müssen wir runter. Arbeitszimmer beziehungsweise bestimmt das Atelier, nehme ich an, oder? Dort, wo wir unsere Bilder malen beziehungsweise gemalt haben. Vielleicht haben wir das Malen ja auch komplett vergessen lassen. Ich mach mal kurz die Tür wieder auf. Und dann gehen wir hier hinein. So, Schlüssel wurde verwendet. Eindeutig das Atelier. Mit viel, viel Farbe. Und jeder Menge Pinsel, die zerbrochen wurden. Eine ganze Menge davon. Wirklich eine ganze, ganze Menge. Ich schätze mal, nach diesem Vorfall, was auch immer genau passiert ist, vielleicht hat es ja mit diesem Kaufhaus zu tun, ist unser Charakter in eine Depression gefallen. Na guck mal, wir machen sogar Geräusche, wenn wir über Scherben laufen. Okay. Spiegel beschmiert, Vorhänge zum Teil zerrissen. Es sieht nicht so aus, als hätte sich der Charakter auf die Arbeit konzentrieren können. Das sieht eher nach einer groben Skizze aus. Und schon wieder dieses Bild mit dem Raben und dem Baby. Und was ist das hier? Gary. Tut mir leid, dass ich keinen Kunstkommentar dazu abgeben kann. Ich bin einfach nicht vom Fach. So, noch eine Nachricht. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Okay, das hat eindeutig wieder unsere Frau dann geschrieben. Und die beiden haben sich vielleicht auseinandergelebt, weil sie vielleicht beide, oder zumindest er hier vor allem, sich so sehr auf die Arbeit fixiert haben. Aber wir haben noch viel, viel zu wenige Informationen, was hier wirklich geschehen ist. Und wir sind auf der Suche nach eben diesen Informationen, die uns weiterbringen. Und schon wieder dieser Orden, dieses Abzeichen. Hat man ja auch schon im Flur gesehen. Hier haben wir noch zwei Truhen. Natürlich. Alkohol am Arbeitsplatz darf nicht fehlen. Inspirationsschub nennt man sowas. Vielleicht zwei Kisten voll. Jeder, wie er mag, jeder, wie viel er verträgt. So, ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn wir damit interagieren, geht's vielleicht weiter. Passiert irgendwas Besonderes. Deswegen gucken wir erstmal hier. Verloren. Du verdienst es. Beende es. Das sind jetzt Wortfetzen, die uns diese Stimme ganz am Anfang gesagt hat. Was verdienen wir und was sollen wir beenden? Sag nicht, wir sind auch irgendwie in psychologischer Behandlung und sind ein Irrer. Okay, hier ist nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Das sind die Pinsel. Abgeschlossen, okay. Ich will einfach mal kurz durchprobieren. Wäre ein bisschen merkwürdig, wenn eine Seite nicht abgeschlossen wäre. Aber okay. Mich wundert in gewissen Spielen nichts mehr. So. It's covered up for a dream, stand da, glaube ich, gerade.
Unser zweites Achievement. Sind wir in einem Traum gefangen? Das wäre wahrscheinlich aber ein bisschen zu simpel, oder? Und finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen billig, wenn man irgend so eine richtige Mystery-Geschichte erzählt und am Ende stellt sich dann heraus, oh, ich habe nur geträumt. Nee, ich glaube, da steckt noch wesentlich mehr dahinter. Aber was ist das für ein Gemälde? Und ist das wirklich Farbe? Rote Farbe? Was ist da gerade passiert? Ich habe keinen Schimmer. Und ich hoffe wirklich sehr. What the fuck? Ich glaube, jetzt geht's erst so richtig los. Tür ist automatisch zugefallen, natürlich. Das ist normal. Warum wird es auf einmal so düster? Na komm, irgendwas muss doch da jetzt unterm Vorhang hervorspringen. Komm, Jumpscare, du kannst mich nicht überraschen. Wirst du wahrscheinlich doch am Ende tun. Ich frage mich nur gerade, diese Art von Bildern, hat er die auch schon vorher gemalt? Vor diesem Vorfall? Und warum ist hier. Fick dich, Spiel. Einfach nur fick dich. Ich hatte gerade einen Moment Hoffnung, dass wir das Haus vielleicht verlassen können. Aber nö. Sofort wieder dieser Traum in tausend Einzelteile zersprungen. Können wir den Vorhang irgendwie öffnen? Anscheinend nicht. Aber die Tür hier. Was überhaupt nichts bringt. Und es ist übrigens gerade wieder scheiße dunkel. Haben wir irgendwo einen Lichtschalter? Hallo? Danke. Okay, das Licht gibt jetzt nicht so viel Licht wie erhofft, aber hey, immerhin ein bisschen. So, da haben wir ein Dokument. Reconnect with your partner. Rebuild your relationship. Rediscover the joy of marriage. Okay. Vereinen Sie sich wieder mit Ihrem Partner. Bauen Sie Ihre Beziehung wieder auf. Entdecken Sie die Freuden Ihrer Ehe wieder neu. Okay, die beiden hatten anscheinend wirklich ein heftiges Beziehungsproblem. Lassen Sie die Flamme wieder aufleben. Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Perfekte Beziehungen mögen großartig auf der Kinoleinwand aussehen, aber der Rest von uns Sterblichen muss diese einfache Wahrheit begreifen. Niemand ist perfekt. Und wissen Sie was? Das ist auch gut so. In Wirklichkeit haben viele sich liebende Paare ein Problem mit dem täglichen Zusammenleben in einer Beziehung. Das macht sie nicht weniger besonders. Es bedarf nur einer Menge Arbeit und wir sind da, um zu helfen. Unsere Berater, ausgebildete Experten auf ihrem Gebiet, werden Ihnen dabei helfen, die Ursachen Ihrer Probleme zu identifizieren und mit ihnen in ihrem eigenen Tempo umzugehen. Ob es sich einfach nur um Kommunikationsprobleme, um finanzielle Sorgen oder sich entgegenstehende Persönlichkeiten handelt, wo es ein Problem gibt, gibt es auch immer eine Lösung. Und denken Sie daran, es ist nie zu spät. Oh Gott, ist das billige Werbung. Aber okay. Es kriselte bei den beiden also auch schon vor diesem häufiger besagten Vorfall. Aber wir wissen immer noch nicht, was dieser Vorfall genau war. Und vor allem, warum es hier. Okay, warum es reingeregnet hat, ist offensichtlich, weil das Fenster offen war. Aber warum hat sich das Fenster auf einmal wieder urplötzlich
geschlossen. Ich lasse das Licht mal an. Das lasse ich jetzt, glaube ich, generell immer überall an.